Herr Laptiv, die erste Frage, wo ist die Hoffnung und wo ist die Apokalypse? Wo sind Sie gerade? Der Text, glaube ich, war aus dem letzten Sommer, ne? Da kam Ihr letztes Buch raus. Genau, das ist aus dem letzten Sommer. Das Buch heißt ja auch Countdown und genau. das gibt ja schon so ein bisschen Auskunft. Aber sind Sie näher bei der Hoffnung oder näher bei der Apokalypse? Ja, ich werde das sehr oft in den letzten Tagen auch gefragt und ich bin irgendwo dazwischen. Deswegen sage ich ja, ich schwanke zwischen Hoffnung und Apokalypse. Mhm. Warum Apokalypse? Damit fange ich vielleicht mal an. Weil ich, wie die allermeisten ja wissen, schon seit Jahrzehnten über das Klimathema spreche, übrigens nicht nur über das Klimathema, auch über die Ozeanograf, ja, genau, auch über die Zerstörung der Meere. Mhm. Und es wurde ja gerade auch das neue Klimaschutz, das Meeresschutzabkommen gefeiert, wo ich auch so ein bisschen skeptisch bin, weil wir hatten schon so viele historische Abkommen, aber sind eigentlich nie eingehalten worden, sodass ich erstmal abwarten möchte, was jetzt bei diesem Meeresabkommen wirklich implementiert werden wird und was nicht. Aber wie gesagt, ich bin seit Jahrzehnten dabei und muss leider feststellen, dass wir immer noch in die falsche Richtung gehen. Beim CO2, das das Hauptproblem bei der globalen Erwärmung ist, steigt der weltweite Ausstoß immer noch und nur auf den kommt es an. Das ist ja die Krux irgendwo, dass wir alle buchstäblich im gleichen Boot sitzen, zum Beispiel beim Meeresspiegelanstieg. Ja, wir können die national nicht beeinflussen, sondern wenn tatsächlich dieser weltweite Ausstoß immer weiter steigt, sind wir alle betroffen. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass gerade die Polarregion so dahinschmelzen, obwohl dort ja überhaupt kein CO2 ausgestoßen wird. Also das ist die Apokalypse. Und auch letztes Jahr ist der weltweite CO2-Ausstoß gestiegen. Und wann kommen wir da auf so einen Peak? Ja, das ist eben nicht zu sehen. Wenn man sich einfach die Entwicklung der letzten Jahrzehnte anguckt, geht es eigentlich immer nur nach oben. Und alle erwarten, dass es vielleicht mal so einen Peak gibt und dass wir mal nach unten gehen. Aber es passiert irgendwie nicht, weil es gibt da zwei konkurrierende Prozesse. Auf der einen Seite, wir in den Industrieländern versuchen schon, mehr CO2 einzusparen. Genau, wir tun ja was. Zu sagen, ja? Es passiert nichts, nee, wäre völlig falsch. Natürlich passiert etwas, aber es wird eben überkompensiert von dem, was eben andernorts passiert. Also wenn ich beispielsweise ein Land wie China nehme, 30% gegenwärtig Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß und die sind nicht bereit im Moment, das sagen sie auch, wirklich ihren Höhepunkt von CO2-Emissionen jetzt schnell zu erreichen. Die sagen immer, ja, vielleicht 2030 oder so. Und bei 30% Anteil kann man sich ja vorstellen, Deutschland 2% ungefähr? Wir zwei im Moment, Deutschland 2%. China ungefähr 30%. Der Anteil Deutschlands ist etwas höher, wenn man die historische Verantwortung berücksichtigt. Aber trotzdem, wir müssen einfach erkennen, dass es einige wenige Länder gibt, die G20 beispielsweise, wenn wir die mal nehmen, die machen ungefähr 80%. 20 Länder machen 80%. Ja, das heißt, wir müssten eigentlich gar nicht da über 190 Länder auf den Klimakonferenzen haben. Eigentlich würden 20 Länder reichen. Ne? Und unter denen würden sozusagen die Top Ten auch reichen. Also wie gesagt, das ist der Apokalypse-Part. Der andere Part, der sitzt hier. Ja, also das heißt also, es gibt ja Lösungen, es gibt Ideen. Und wir schaffen es einfach nicht, diese Lösung so schnell zu implementieren, dass wir wirklich eine Dynamik entfachen, die es schafft, dass wir tatsächlich endlich mal auf diese schiefe Ebene kommen, dass eben der weltweite Ausstoß tatsächlich verringert. Die Hoffnung ist einfach, es wäre so einfach. Wissen Sie, wenn Sie mich zum König der Welt machen, ja, dann wüsste ich ganz genau, was ich zu tun hätte. Also, was würden Sie machen? Ich würde erstmal zuallererst... Erstmal ein Tempolimit. Nein, ganz im Gegenteil. ich würde zuallererst die Subvention, wenn es in meiner Macht stünde, ja, die Subvention für die fossilen Energien wegnehmen. In dem Moment, wo die weg sind, glaube ich, haben die neuen Technologien es relativ einfach, den Markt auch schnell zu erobern. Und wenn wir erstmal dabei sind, ja, dann haben wir ja auch irgendwie so Lerneffekte. Ja, wenn wir erstmal anfangen, die erneuerbaren Energien zu nutzen, ja, dann werden wir immer besser werden. Dann werden immer mehr Menschen sich dafür interessieren. Es wird immer neue Geschäftsmodelle geben. Mhm. Und dann passieren die Dinge auf einmal so schnell, womit man gar nicht gerechnet hat. Und ich will mal ein kleines Beispiel nennen, dass das auch geht. Das Mobiltelefon. Hätten Sie vor, sagen wir mal, 20 Jahren die Telefongesellschaft gefragt,
wird sich das Mobiltelefon durchsetzen, haben die alle unisono gesagt, wer braucht denn ein Mobiltelefon? Ja? Heute sehen wir, wie schnell wirklich ein Technologiewandel passieren kann. Und noch ein zweiter Punkt in diesem Zusammenhang, wir können auch so ein Leapfrogging machen, wie man sagt. Das heißt, wir können es auch schaffen, dass jetzt aufstrebende Länder gar nicht unseren Weg gehen, sondern den falschen Weg, den wir gegangen sind, überspringen und gleich den neuen Weg nutzen. Das Mobiltelefon hat es gezeigt, die Afrikaner gehen jetzt nicht übers Festnetz, sie sind gleich über das Smartphone gegangen. Ja? Ich nehme jetzt meinen Baum, wenn der am Lebensende umfallen würde, dann würde der durch die Mikroorganismen verstoffwechselt, zurück wieder in Kohlendioxid, das ist dann dieser natürliche Kreislauf, Methan, Lachgas. Und diesen Prozess kann man unterbrechen, indem man nämlich diese holzigen Materialien karbonisiert. Ein ganz einfaches Verfahren. Sie kennen die Grillkohle, die Pflanzenkohle, letztendlich machen wir nichts anderes. Das machen Sie zu Hause, machen Sie ein Loch in den Boden, legen da den Grünschnitt rein, zünden den an und einen Deckel drauf und nach 2-3 Stunden haben Sie Kohle, ja, so ungefähr. Ja. Wir machen das eben in einem ganz einfachen Verfahren, wo wir exakt die Parameter steuern können. Das ist etwas ganz Neues an dem Verfahren. Die Pyrolyse selber ist ein altbekanntes Verfahren. Und dann nehmen wir diese Biomassereste und verwandeln die in Kohlenstoff. Und dieser Kohlenstoff ist quasi aus der Luft materialisiert. Da sehen wir das, ne? Genau. Die Masse, von der Sie gerade gesprochen haben, genau. Die Biomasse, ja? Die Biomasse. Und jetzt verbrennen wir das aber nicht, sondern wir machen eben hier ein Verfahren, wo wir ohne Sauerstoff das erhitzen. Und da entstehen drei Dinge. Der Kohlenstoff, es entsteht ein Öl, das hochwertig ist und das eine Alternative zu dem Erdöl ist. Also hat ähnliche Eigenschaften, kann in ganz verschiedenen Bereichen eingesetzt werden. Das heißt, man kann dann daraus Plastik machen, Kunststoff machen? Das sind Polymere, Ketone, alles Mögliche tummelt sich da drin. Auch das ist eine ganz alte Technologie. Also Deutschland war da mal Weltmarktführer. Bis 1950 haben die viel Öl aus diesen Pyrolyseanlagen gewonnen. Und eben Kunststoffe unter anderem. Aber man kann auch pharmazeutische Produkte daraus gewinnen. Das ist das zweite Produkt. Und das dritte Produkt ist erneuerbare Energie. Weil wir für den Prozess selber nur 5% der Energie, die in der Biomasse steckt, brauchen. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich das jetzt erhitze, diese Biomasse, dann entsteht auch ein Synthesegas. Das besteht aus 10% Wasserstoff und 30% Methan. Und das kann ich jetzt für den Prozess der Erhitzung dieser Öfen nehmen. Ich brauche aber das nicht alles, sondern ich kann im Prinzip 90% dieser Energie grundlastfähig einspeisen in ein Nahwärmenetz. Ich kann damit auf einen Motor gehen und kann damit beispielsweise in der kleinsten Anlage, die wir jetzt gerade in Eberswalde aufbauen, können wir rein theoretisch bis zu einem, ja, sagen wir, 500, 600 Kilowatt über den Motor erzeugen. Mhm. Grundlastfähig. Grundlastfähig heißt Tag und Nacht. Dann habe ich einen Preis von etwa 2 Cent die Kilowattstunde. Dann muss ich auf der Zunge zergehen. Das ist gut. Und die Wärme, die entsteht bei uns kostenlos, das ist ein Nebenprodukt. Das sind dann so pro Modul etwa, also wir haben 2 Produktionsmodule momentan, also wird in Betrieb genommen, haben wir etwa 8 Gigawattstunden thermisch. Das ist ordentlich, das geht bei uns kostenlos neben raus. Ja. Wir können damit auch einen Wasserstoff erzeugen. Also das heißt, wir haben eine Möglichkeit, diese Biomasse zu transformieren in verschiedene Energiebereiche. Das heißt, ich kann jetzt nun wiederum einem Stadtwerk oder einem Unternehmen sehr zu einem niedrigen Preis diese Energie anbieten. Und angenommen, das würde jetzt so laufen, wie Sie sich das vorstellen. Herr Becker, wie viel wäre das dann? 100 Fabriken? Das heißt, wie viel Geld brauchen Sie dafür? Wie viel Investitionen, um das überhaupt hochzuziehen? Also die kleinste Fabrik mit 3 Produktionsmodulen für etwa, das sind dann so 6.000 Tonnen Kohlenstoff mal 3, Faktor 3, das ist dieser Umrechnungsfaktor auf CO2, dann wären das so 15.000 bis 18.000 Tonnen CO2-Äquivalent. Damit machen wir 24 Gigawattstunden. Das sind ungefähr, sagen wir mal, über den Daumen 4 bis 5 Millionen Euro. So, das ersetzt, ich bin jetzt kein Windkraftexperte, da setze ich, schätze ich mal, um die 5 Windkraftanlagen, wo ich keine 2000 Kubikmeter für den Fuß brauche, um den Pfosten zu verankern, wo ich nach 20 Jahren keine Probleme habe, die Windkraftflügel, die aus einem Duromer, also einem nicht mehr recycelnfähigen Kunststoff mit Fasern bestehen. Die Flügel sozusagen. Die werden heute eigentlich nur abgelegt in der Landschaft oder vergraben. Man weiß nicht genau, was man damit machen. Ich bin nicht gegen Windkraft, ich möchte da richtig verstanden werden. Aber die Investitionen sind deutlich geringer als in so eine Windkraftanlage. Und wenn Sie jetzt 100 von diesen Fabriken hätten, noch mal ganz kurz die Zahl, wie viel CO2 würde das einsparen, bevor wir dann relativ fragen, ob Ihnen das erfreuen würde? Genau, also rein physikalisch werden das, ich sage jetzt mal, sind das etwa 1,5 Millionen Tonnen
Kohlenstoff, das mal 3 wären um die 4 Millionen Tonnen CO2. Das klingt erstmal nicht viel. Entscheidend ist aber der Hebel, der dahinter steckt. Weil wenn ich hier 30% Kohlenstoff, Polymer ersetze, also praktisch erdölbasierte Kunststoffe, ist der Hebel deutlich größer, sodass wir in der Gesamtbilanz wahrscheinlich in Richtung Gigatonnen gehen, was Klimagase allgemein angeht. So, jetzt kommt Herr Schröder, der sagt, wir glauben, dass es möglich ist, Sonne und Wind oder mit Sonne und Wind Gebäude CO2-frei betreiben zu können. Und jetzt kommt der Clou, weil Sie gerade, Herr Becker, so darauf hingewiesen haben, die Kosten, finde ich, ist der entscheidende Punkt. Auch Herr Schröder sagt, das können wir nahezu kostenlos. Wie geht das? Was ist die Idee? Genau, also es ist relativ simpel. Wenn wir uns jetzt mal die Energiesysteme angucken im Strombereich, wir reden ja über Strom die ganze Zeit, also Strom ist man sich relativ einig, wird die Primärenergiequelle sein für Mobilität, für Wärme und für den normalen Strom, den wir brauchen. Und wenn man sich den Strommarkt anguckt, dann kann man den alten fossilen Strommarkt so bezeichnen, da wird zentral produziert. Und dezentral folgt man dem Verbrauch. Das heißt, da gibt es große Kraftwerke und die produzieren halt und die fahren dieser Verbrauchskurve hinterher. Und der neue Markt, der entsteht ganz anders. Das heißt, da habe ich Windproduktionsmengen und die entstehen natürlich nicht dann, wann wir sie gerne hätten, sondern nur, wenn der Wind weht. Ja. Ja. So, und dasselbe gilt für die Sonne auch. Das heißt, da gibt es einen Paradigmenwechsel. Das heißt, es gibt Überproduktionsmengen und dann fällt der Preis im Negativbereich. Kennt man von der Bild-Zeitung, die sagt dann, wir verschenken Windstrom nach Frankreich. Genau. Aber das ist okay. Genau, aber es ist am Ende auch ein Kommunikationsproblem. Ne? Und da sind wir wieder bei Kommunikation. Ja. Es ist einfach ganz einfach. Wir haben wenn wir auf Sonne und Wind setzen, die erstmal kostenfrei sind, dann haben die eine andere Volatilität. So, und was machen wir? Wir sagen oder wir ermöglichen unseren Kunden, darauf zuzugreifen, zu sagen, die Wärmepumpe kann ich jetzt bei 40 Cent, 45 Cent Netzstrombezug, das ist so der Mischpreis bei einem Grundfestpreis, den man bekommt bei Energieversorgern, die kann ich zu 45 Cent betreiben. Deswegen auch vorhin mein Betriebskostenansatz. Oder die Wärmepumpe geht ja nicht die ganze Zeit durch. Da ist ein Temperaturfühler drin und wenn die Temperatur sinkt, läuft die Wärmepumpe an. Das heißt, die Wärmepumpe ist eine flexible Last. Die wird also gar nicht die ganze Zeit durchgefahren, sondern die geht immer nur mal wieder an. Mhm. Wenn ich dieses Mal wieder angehen auf die Punkte setze, wo die Sonne scheint und wo der Wind weht, dann kann ich immer in die Preiszonen rein bieten, wo der Strompreis teilweise im Negativbereich ist. Das hatten wir auch im Winter wieder. Das heißt, dann kommen große Winterstürme und dann werden Windkraftanlagen abgeschaltet, trotzdem fällt der Börsenpreis ab. Und wenn man da jetzt einen Smart Meter hat, das ist wieder das Unwort des Jahres für den Energieversorgungsbereich in Deutschland, dann kann man einfach abrechnen in einem 15-Minuten-Intervall und kann darauf aussteuern. Und was heißt das jetzt übersetzt? Das heißt, der eine kauft eine Wärmepumpe und ist super sauer darüber, dass er das machen muss, weil er 45 Cent zahlt pro Kilowattstunde. Der andere kauft eine Wärmepumpe, freut sich seines Lebens, dass er das tut, weil er mit unserem System, das nennen wir Heartbeat, immer darauf wartet, wenn der Windstrompreis sich senkt oder der Solarstrompreis auf dem eigenen Dach oder im Markt. Und dadurch machen wir kompatibel Erzeugung und Verbrauch. Und das löst ein noch viel größeres Problem, weil momentan leistet sich Deutschland 2 Stromsysteme. Einmal die Fossils, parallel laufen. Ne? Richtig. Und deswegen, die ganze fossile Geschichte und einmal die erneuerbaren. Genau. Und die laufen ja nicht nur parallel, sondern die laufen, das eine fängt an, das andere hört auf. Der Windstrom läuft rein und klaut den fossilen wichtige Betriebsstunden, die für die Amortisation bräuchten. Das heißt, der Wind verdrängt, das nennt man den Merit-Order-Effekt, verdrängt und auch die Solarenergie den fossilen Strom. Dadurch hat er weniger Betriebsstunden, damit können Sie Ihre Kosten auf weniger Stunden umrechnen, damit steigt der fossile Preis nochmal an. Deshalb lebt Deutschland in einer Realität, wo wir sagen, hups, wir sind Weltmeister bei Erneuerbaren und haben trotzdem die teuersten Stromkosten. Das liegt aber nicht an den Erneuerbaren. Es liegt daran, dass das System sich noch nicht geändert hat. Das heißt, wir leben immer noch in einer Welt, wo Sie laden können, wann immer Sie wollen. Und es hat überhaupt gar keine Relevanz. Dabei macht die Steuerung, es ist ganz logisch zu sagen, ich steuere flexible Lasten, Elektroauto steht 22 Stunden am Tag, dann rein, wenn es Sinn macht. Und damit lösen wir 2 Probleme. 3, wir machen es volkswirtschaftlich günstiger, weil das Auto muss dann nicht geladen werden, wenn sie eigentlich mit Kohlestrom kämen. Dieser Strom ist immer CO2-neutraler oder sogar ganz CO2-neutral und er ist günstiger. Das heißt, es wirkt volkswirtschaftlich günstiger, es wird CO2-neutraler und besser. Mhm. Und was muss man dafür haben? Man muss so eine kleine Box haben, die nennen wir Heartbeat. Die ist verbunden mit diesen Systemen.
und die kann eigentlich jede Last, eine Wärmepumpe, ein Elektroauto, aber auch ein Kühlaggregat ansteuern und dann anmachen, wenn es wirtschaftlich besonders sinnvoll ist und besonders CO2-arm. Dieser Strom ist immer CO2-neutraler oder sogar ganz CO2-neutral und er ist günstiger. Das heißt, es wirkt volkswirtschaftlich günstiger, es wird CO2-neutraler und besser. Mhm. Und was muss man dafür haben? Man muss so eine kleine Box haben, die nennen wir Heartbeat. Die ist verbunden mit diesen Systemen und die kann eigentlich jede Last, eine Wärmepumpe, ein Elektroauto, aber auch ein Kühlaggregat ansteuern und dann anmachen, wenn es wirtschaftlich besonders sinnvoll ist und besonders CO2-arm. Schau gerade zu, Frau Löhr. Genau, was ich noch nicht verstehe, ist, Sie haben ein Dorf, wo jetzt alle Häuser mit Ihrem System ausgestattet sind und alle kommen um 18 Uhr nach Hause von der Arbeit, wollen Ihr Elektroauto für den nächsten Tag laden. Es ist Winter, es ist kalt, wir haben die berüchtigte Dunkelflaute. Es ist Dezember, die Sonne steht richtig, sehr niedrig, genau, die Photovoltaikanlage funktioniert quasi gar nicht. Und dann auch noch dieses deutsche Wetter, die Wolken sind auch gerade da. Auf diesen Winter, also wie oft wir Situationen hatten, wo eben die Kohle nach wie vor unser wichtigster Energieträger ist, gefolgt vom Gas, eben weil jetzt dann doch nicht ganz so oft der Wind weht oder die Sonne scheint. Okay. Also was machen Sie, wenn Sie quasi diese Nachfragespitzen haben und alle gleichzeitig es warm haben wollen und ihre Elektroautos Was ja heutzutage passiert ist, dass einfach alle stumpf dann fossilen Strom ziehen. Ne? So. Und was in so einer Situation passieren würde, sind erstmal mehrere Ebenen. Einmal dieses berühmte Beispiel, ja, Lechtal, Bayern, LEW hat da ein schönes Tal und da gibt es nur ein Kabel, das geht da rein. Und in diesem Tal gibt es ganz viele Solaranlagen. Und wenn die Sonne scheint, kommt zu viel Strom, der muss hochgebracht werden. Und wenn die Sonne nicht scheint, das Winterbeispiel, ja, und alle wollen nach Hause fahren, die kommen alle um 18 Uhr und stecken alle gleichzeitig an, hat die LEW da ein Problem. Das ist ein Verteilnetzbetreiber. Auch das Problem lösen wir mit einem solchen IoT-Setup, weil wir uns zumindest technisch in die Lage bringen, zu sagen, wir zeitversetzen den Ladevorgang in diesem Tal. Ich muss jetzt also nicht eine neue Trasse legen, das dauert Jahre, sondern der Tarif, dass ich zeitversetzt lade, im Übrigen automatisiert, technisch ist das gar kein Problem, der ist einfach günstiger. Diejenigen, die stumpf trotzdem unbedingt jetzt diese Leistung annehmen wollen, der ist dann teurer. Aber das heißt, wenn man Energie haben will, dann wird man auch mehr dafür zahlen müssen. Genau.